9. Spieltag, es ist soweit. Das einzige Ostduell in der zweiten Liga findet heute statt. Wir treffen auf den 1. FC Magdeburg und haben aktuell 3 Niederlagen in Serie. Es brennt die Hütte, sage ich euch ehrlich, wenn wir heute tatsächlich wieder mit 0 Punkten nach Hause gehen. Ja, ich habe ein bisschen Bammel, weil Magdeburg auch den zweiten Pflichtsieg letzte Woche eingefahren hat. Ja, die sind motiviert, ne? Das muss heute was werden. Bei Hertel, der wird ja Magdeburg am besten kennen. Der wird die Jungs schon darauf einstellen. Ja, wenn nicht Hertel, wer sonst? Steht jetzt hier auch wirklich im Vordergrund. Ich bin gespannt, wie er heute die Mannschaft eingestellt hat. Bitte keine Dreierkette. Bevor es losgeht, habe ich euch ja auf Instagram gefragt gehabt. Ihr dürft abstimmen, welches Trikot ich anziehen soll und hoffentlich der Glücksbringer ist fürs Ostderby gewonnen hat. Natürlich das Trikot von unserem Papa, werde ich anziehen und hoffentlich kriegen wir damit wenigstens einen Punkt, ne? Die Reise kann losgehen und endlich mal wieder ein Sieg geholt werden mit dem Trikot. Wir sind in Rostock angekommen und passend dazu das Trikot angezogen. Ich habe meine Hansa-Mappe auch schon mal rausgeholt, denn ich habe ja euch jetzt gesagt, ich hefte alle meine Karten ein und, oder die meisten zumindest, ein paar sind natürlich flöten gegangen und eine ist dabei, die perfekt jetzt zum Spiel für heute passt. In der Saison 17-18, glaube ich, dritte Liga. Vielleicht ist das ein gutes Omen, denn wir waren zuletzt, also mein Bruder und ich, dort. Ich habe euch hier auch nochmal einen Insta-Screenshot eingefügt, genau mit dem Datum, ich glaube 24. Februar. 1-0 ist das Ganze ausgegangen. Ja, mit Henning, der das Tor gemacht hat, und Hüsing, Riedel, alles noch damals zu der Zeit. Da waren wir auf jeden Fall motiviert und es war auch die Saison, wo Hertel mit Magdeburg aufgestiegen ist auf dem ersten Platz. Das heißt, Hertel haben wir auch damals schon ein bisschen gespielt gehabt. Ja, wollte ich euch nur zeigen. Den Rest seht ihr immer im Laufe der Videos. Bevor es losgeht, müssen wir erstmal hier ein bisschen den Müll beseitigen und neuen Müll dazu holen. So sieht's aus. Also ein bisschen shoppen. Ab in die Getränkeladen. Ja. Und wir natürlich auch ein bisschen Nachschub holen. Mensch, Max. Ein Abend oder was? Trinke ich am Morgen. Alkohol nicht zu spaßen, nicht nachmachen. Ihr wisst es. Viel Auswahl. Puh, da muss man erstmal überlegen. Aufwärmer, ne? Aufwärmer fürs Spiel. Das auf jeden Fall nicht. Im Angebot. Muss man mitnehmen. Los geht's jetzt. Gerade den Kasten geholt, passend zur richtigen Stelle, am richtigen Ort, den Magdeburg-Bus. Genau. Heimsieg! Sind sie nervös? Die sind nervös hier. Die sind doch nervös. Ich seh's doch. Ich hab die Blicke gesehen von Condé und Co. Die haben Angst. Vom Hauptbahnhof, da ist er schon. Aus Reutling. Hey. 2-1? 2-1 nehme ich. Jo, Seppi. Da ist er. Moin. Max. Ja, super. Bedien dich. Genau, wir haben vorgesorgt. Nehmt euch eins. Im Zug haben wir hier Radeberg getrunken, weil wir hier nach Dresden fahren. Kein anderer als Hertel kennt Magdeburg besser, muss man ja einfach sagen. Damals mit Magdeburg aufgestiegen, von der dritten in die zweite und jetzt natürlich auch mit unserem FC Hansa Rostock. Also wird er schon die richtigen Worte finden heute, oder? Was denkt ihr? Wir hoffen es, sonst wird es ungemütlich in den nächsten 2 Wochen, da ist die Länderspielpause. An die Magdeburger, ne? Ich wünsche euch natürlich alles Gute, außer heute bei dem Spiel. Ansonsten müssen die Ostclubs zusammenhalten, meiner Meinung nach. Alles Gute für den Klassenerhalt, solange wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben, dann könnt ihr auch alles gewinnen. Hauptsache Magdeburg steht hinter uns, genau. Wenn es Relegation ist, sollen wir es schaffen, aber wir auf jeden Fall vor Magdeburg. Der Heli macht sich schon bereit. Aktuelle Tabelle. Sag mal an, wie sieht es aus? In dieser Phase ist der Tabellenplatz nicht entscheidend, sondern der Punkteabstand zum Relegationsplatz. Hansa auf 12. Magdeburg auf dem Relegationsplatz 16. Magdeburg hat 7, wir haben 9 Punkte. Genau, wenn Magdeburg gewinnt, sind sie vor uns. Wenn wir die gewinnen sollten, sind wir 5 Punkte vor Magdeburg. Ganz genau, also Gewinn ist Pflicht. Da haben wir die Magdeburger, wir müssen jetzt noch mit der S-Bahn ins Ostseestadion. 2500 Leute auch. Volles Kontingent, muss man sagen, schafft nicht jeder Verein. Wollen wir einfach einsteigen? Kommen wir hier rein hier. Ja.
Ja, ich bin doch hier. Ich bin doch hier. Ja, kennst du den? Ey, hau einen Tipp raus. Einen Tipp. Wir brauchen einen Tipp. 3-1. 3-1. Die Ribnitzer. Wir haben heute genau. Du bist in Ribnitz lang gelaufen genau. Mit deinem Onkel. Wir kommen aus Ribnitz. Die Ribnitzer. Wir machen jetzt einen auf Korbtreffer. Das wird doch nicht. Das wird doch nicht. Einer nach dem anderen. Einer nach dem anderen. Okay, ich fange an. Komm, Alvin, Film. Und Korb. Jetzt happy. Ja, boy, ja, boy. Und? Hi. Wir heben den Rest natürlich auf. Es fehlt ganz klar auch noch der Head-to-Head-Vergleich. Seit Wiedervereinigung haben wir bisher gegen Magdeburg nur in Liga 3 gespielt. Also das ist das erste Aufeinandertreffen in der zweiten Liga. 3 Siege für uns, 4 Unentschieden und 3 Siege für Magdeburg. Ausgeglichener kann es nicht sein. Und wenn man jetzt noch die Spiele aus der DDR reinnimmt, dann muss man sagen, ja, haben wir da ein bisschen das Nachsehen. 20 Siege Hansa, 15 Unentschieden und 28 Niederlagen. Und jetzt bolzen wir noch eine Runde. Wenn sie heute nicht gewinnen, dann ist es vorbei, wenn sie heute nicht gewinnen. Wenn sie eh nicht mehr gewinnen. Heute Tipp? 2-1, Frage. 2-1! Magdeburg-Fans auch zahlreich erschienen. Auf ein geiles Ostderby! Bloß nicht hier in der Niederlage! Aufstellung! Der Kapitän! Markus! Kolke! In der Transformation mit der Mann, die Nummer 4! Damian! Rostbach! Endlich wieder zurück auf die Viererkette! Und Rossi dabei! Nummer 6! Dennis! Dressel! Mit dabei unsere Nummer 7! Nico! Neidhardt! Ein herzliches Willkommen unserer Nummer 4! Ingelsson! Erster der Fußverletzung wieder dabei, die Nummer 16, Ryan Malone! Stabile Innenverteidigung, Malone und Rossbach zusammen, das kann was werden! Nummer 18, John Verhoeven! Ebenfalls in der Anfangsformation mit dabei, die Nummer 19, Kai Röger! Und auch erst wieder mit dabei, die Nummer 20, Scherf! Ja, hier sind 22! Lukas! Hinterseher! Bin ich mal gespannt, was er heute auf der 10 leisten kann. 34 als Rekorderin Lukas! Spielt euch dann mit der Viererkette, wenn ich alles richtig gesehen habe. Oder auf der Bank haben wir auf jeden Fall ordentlich Qualität, um Magdeburg irgendwie zu schlagen. Ich blende euch einmal nochmal die Ausstellung ein, falls ihr sie verpasst habt. Jetzt geht's los, Ostderby! Was sagst du heute? Sieg auf jeden Fall am Ende. Tippen tue ich nicht. Wir wollen Hansa und sonst keinen. Wir spielen immer noch mit Spaß. Mit Spaß! Wir spielen noch wirklich zusammen. Hier kommt keiner am Fußball vorbei. Hier drücken noch alle die Daumen. Hier sind Fans mit dem Herzen dabei. Da können alle Vereine nur staunen. Und es verbindet uns was. Hansa Forever, für alle Zeit. Hansa Forever und für die Ewigkeit. Wir lassen Hansa niemals im Stich. Ich will Leidenschaft!
Ich will alles sehen! Auf bei Real X 1965 Kanal 4231 zurück mit Rossi Malone in der Innenverteidigung auf Sicherheit. Das kann was werden jetzt. Direkt auf! Schön! Oh mein Gott! Gut geklärt von Ingelsson, aber das war haarscharf. Schalalalalala! Zu einfach! Rossi! Einfach zu einfach! Stabil! Der darf nicht flanken da. Oh. Abschluss. Minuten gespielt. Mir ist es einfach zu wenig vom FC Hansa. Bisschen zu wenig Ballbesitz für Magdeburg. Max, wir kommen nicht rein in die Partie. Irgendwie nicht, wir werden nicht warm. Oh nee, Überzahl. Volker. Sekunde. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Mit links. Oh. Ja! Ja! Sonny! Sonny! Das war nicht so gut! Skar auf da! Die kann links, rechts reinmachen! Die beste Möglichkeit nach 20 Minuten! Sonny! Die macht den Schlaf! Wir kommen besser rein jetzt. Wir haben mehr Zugriff. Das ist gut, das wir, ist gut. Wir haben mehr Zugriff. Der kann teuer enden. Volke! Und Scheiß an der Abstand, wir haben Volke! Mann. Was ist hier los? Die Chancen oder so. Das ist gefährlich, ne? Das ist gefährlich. Chance oder irgendwas? Irgendwas. Jetzt! Nochmal 2-0! 37. Ja, gute Flagge. Ecke. Hey! Eckballtor! Eckball-Tor!
Er weiß gar nicht, was abgeht. Guck mal hier, das ist hier 2-0. Halbzeit! Halbzeit! Man muss ja auch sagen, absolut eiskalt heute. Und heute hat uns die Null wieder gehalten. Was für eine erste Halbzeit, oder? Aber Chef, auch das war ja auch wieder einfach der Länge. Super, 4-0. Das sind Ambitionen. Ja, Chef, wir gewinnen! 3-1. Ja, ist ganz gut, ne? Also... Also ist noch mehr drin auf jeden Fall. Ja? Ich bin erstmal von gestern Abend aufschreiben, nach dem Halbzeit zu sein. Grüß mein Kumpel Vinci, alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, auf den Heimsieg. Kein Wort, eiskalt, zweite Hälfte geht los. Wie man den noch reinmachen kann. Also, dass wir 2-0 führen, das ist wirklich sensationell. Kolke hat uns gerettet und jetzt diese zwei Dinger, das kennt man nicht. Ein drittes, viertes geht immer noch. Ja. Dann kannst du jetzt die Halle schon hinten rein. So ein Konter, weißt du, so ein Konter jetzt. Ja, so, ja genau, so ein schön Konter gespielt. Ingelsson, der Fall! Abseits, 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 abseits. 1-0! Was hat der denn gesehen? Das war ein Tor! Das war doch ein Tor! Hey, das war ein Tor! 3-0! Tchau, 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 tchau.
war das? Am Tor. Scheiße. Ich hab gar nichts mitbekommen. Abpfeifen. Es ist vorbei. FCA, FCA. Heimsieg! Sieg! So geil! Es ist so geil. Ja, Kolke hält uns im Spiel in der ersten Halbzeit und wir machen die Dinger eiskalt rein. So schaut's aus. Also kann man nicht anders sagen. Wirklich heute wieder Effektivität, ne, wie man sich's auch wünscht. Genau so wie ist es. Dann, dann erst. Oder was sagst du zum Spiel? Ich muss ganz ehrlich sagen, erst als wir Magdeburg die spielerisch bessere Mannschaft. Ja, muss man gestehen. Spiel ist vorbei. Da nochmal der Magdeburger Bus. Man muss sagen, die erste Hälfte war schon ein bisschen knapper. Könnt ihr jetzt gerne nochmal euer Fazit raushauen, wie ihr das Spiel gesehen habt mit der Viererkette. Man hat gesehen, die alten Spieler, die auch in der letzten Saison ne, zusammengespielt haben, haben gefruchtet. Es hat funktioniert und jetzt sehen wir uns nach der Länderspielpause wieder in Kiel. Danke an jeden Daumen nach oben, Kommentar für den Algorithmus. Bleibt stabil, haut rein und... Grüße an alle, bis zum nächsten Mal. Was ein sensationelles Spiel.